Hast du dich schon mal gefragt, währenddessen du Schokolade gegessen hast, könnte ich jetzt nicht auch was Gutes für die Welt machen? Zum Beispiel Bäume pflanzen? Ja, das könntest du. Aber du könntest auch einfach Schokolade essen und dadurch automatisch Bäume pflanzen und andere soziale Projekte finanzieren. Und wie das geht, erkläre ich dir heute im Video. Die Organisation Plant for the Planet, die sich das Ziel gesetzt hat, 1 Billion Bäume zu pflanzen, davon schon über 13 Milliarden gepflanzt hat, hat zusammen mit einem Schweizer Unternehmen die gute Schokolade entwickelt. Die Schokolade kostet gerade mal 1 Euro auf 100 Gramm, ist laut dem Testsieger die beste Vollmilchschokolade. Besser als Milka, besser als Merci, besser als Lindt, besser als jede andere Marke. Schmeckt auch viel besser, da der Kakaoanteil deutlich höher ist als bei herkömmlichen Schokoladen. Nachdem man 5 Tafeln gekauft hat, hat man schon einen ganzen Baum gepflanzt. Dafür muss man überhaupt nichts machen, das funktioniert vollkommen automatisch und ist mega geil. Und dafür muss man gerade mal 5 Cent mehr zahlen als für die Milka-Schokolade. Nicht zu vergessen ist auch, dass man dadurch den Kakaobauern fairen Handel ermöglicht. Das heißt, sie müssen nicht unter dem Existenzminimum leben, sondern werden fair bezahlt. Dazu kommt, dass das Produkt 100% klimaneutral ist. Die gute Schokolade ist in folgenden Läden in Deutschland erhältlich. Im Kombi, im Edeka, im Famila, im Feneberger, im Hieber, im Kaufland, im Rewe sowie in Sky-Märkten. In manchen Dorf- und Weltläden ebenfalls. In Österreich, im Biela, im Sutterlütti und im Merkur. Bei dieser Variante wird, nachdem man 5 Tafeln gekauft hat, ein Baum gepflanzt. Dazu gibt es noch die Bio-Variante, die ist etwas teurer, aber dabei werden auch schon nach 3 Tafeln ein Baum gepflanzt. Diese gute Bio-Schokolade ist erhältlich im Alnatura, im Globus, im DM, im Müller Drogeriemarkt und im Rossmann. In Österreich ebenfalls im Nah und Frisch und in anderen Kastner Abholmärkten. Falls in einem speziellen, zum Beispiel Edeka oder DM, die Schokolade mal nicht verfügbar sein sollte, geht doch mal zum Chef und fragt ihn mal, ob er die bestellen könnte. Dadurch könntet ihr dann noch besser helfen. Es spricht überhaupt nichts gegen die Schokolade, es gibt nur positive Punkte. Deswegen geht jetzt fleißig die gute Schokolade kaufen, isst fleißig, genießt die Schokolade und tut was Gutes für die Umwelt und den Klimaschutz.